Hey Freunde, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Euer Kaspar ist wieder hier. Ja, was soll ich sagen? Wir machen jetzt weiter mit einer Fütterung. Und zwar sind die Brachypelma und Tiltokatl dran. Ich überlege gerade nur, wie wir anfangen. Machen wir erst die kleinen und dann die großen. Na, ich glaube, das machen wir so. Und ich werde morgen noch ein extra Video machen. Eine Fütterung. Das teaser ich euch jetzt schon mal. Und da werde ich die Tiere füttern, weil ihr seht, ich komme erst abends immer dazu, die Videos zu machen, und da ist halt alles schon dunkel, und da finde ich das mal schwierig, wenn ich dann die Beleuchtung noch mal anmache oder das große Licht, und das bringt die Tiere halt so aus, ein bisschen aus dem Rhythmus. Deswegen werde ich morgen so gegen 18 Uhr einfach mal füttern, so eine Stunde bevor das Licht ausgeht, aktuell im Winter. Ja. Das sollte ein guter Plan sein, denke ich mal. Und da seht ihr auch mal die Tiere, die in den Terras sitzen, also im Showbereich, sag ich mal. Dann legen wir jetzt mal los und machen die Boxen hier. So, Freunde, starten wir mal. Hier haben wir den hübschen kleinen Tiltokatl-Versezi-Kerl. Gucken, ob das so passt, ob ihr das auch seht. Machen wir mal so ein bisschen von oben. Das sieht das auch schon besser aus. Ist ein sehr hungriger Zeitgenosse. Aber ihr seht, das ist auch schon ein bisschen dicker, deshalb. Kommt jetzt was Kleineres, zack. Sehr hungriger Kerl ist das. Das seht ihr immer. Und ich habe keine Ahnung, wo er die Wasserschale verbuddelt hat. Ist die hier hingesteckt, große? Nope. Aber hier ist was, oder? Ja. Ne. ja. Warte mal, das hier ist vorne. Da müssen die doch eigentlich hier irgendwo sein, oder? Hier ist noch ein Stück Häutung. Ich habe keine Ahnung, wo der Napf ist. Wenn ihr ihn gesehen habt, sagt mal gerne Bescheid, aber. Na gut, dann gibt es halt Flüssigkeit auf den ursprünglichen Weg über Regen. Ich hoffe, dass er auch schnell groß wird und ein hübscher, stattlicher Mann. Denn der große Tiltokatl-Versezi-Kerl, den ich jetzt habe, der macht nicht mehr lang, weil er aufgehört hat zu fressen. Deswegen zeige ich ihn euch auch jetzt nicht, weil er frisst leider nicht mehr. Deswegen leider im Fütterungsvideo nicht mehr dabei. Ja, schade, schade, aber so ist das halt, ne? Deswegen hoffe ich, dass ihr den Schuss gelandet habt, den ihr letztens gesehen habt. Und die Dicke jetzt mal bald baut. Aber ich bin eigentlich guter Dinge. Aber gut, machen wir mal weiter. So, Freunde, jetzt haben wir hier Brachyperma albiceps. Die einzige meiner drei, die jetzt momentan noch frisst, weil die anderen drei haben einen richtigen Popo. Die anderen beiden. Jetzt gucken wir mal, ob sie. Oh, ja, gut. Das ging schnell. So, die nächste Munde. Brachyperma hamori. Aber wie ihr seht, für die Gute braucht eigentlich nichts. Und ich würde sagen, die nimmt auch nichts. Aber wir können es ja mal eben testen, weil wir können das hier auch direkt wieder rausnehmen. Einfach nur mal, um die Theorie zu testen, dass die Spinnen überfressen. Ne, seht ihr? Die will nicht. Deswegen nochmal schön. Ich habe eigentlich ein bisschen gegossen schon. Aber machen wir nochmal hier rein. Und dann kommt sie in die Häutungsetage, ne? So, jetzt kommen wir mal zu den beiden Brachyperma Smitty. Da haben wir 1.1 von. Die Gude hat sich jetzt mal entschieden, dass er doch mal die Höhle benutzen möchte. Aber ich habe die Kamera extra hier so hingestellt, weil da ist sie. Und was geben wir ihr? An diese Größe hier.
Möchte sie überhaupt? Ja, sie möchte, hat er gesehen. Oder flüchtest du ja gerade nach vorne? Nee, hat er, sieht er sie? Moment. Hat sie sich geschnappt und dann ist sie hier zum Eingang gelaufen. Da. Moment. Da. Zack. Da ist er. Und ganz sicher Speischen. Na gut, kann man machen, ne? Die Wege der Tiere sind unergründlich. Lassen wir mal gerade. Wird nochmal ordentlich gewässert. Ich finde das im Winter immer echt schlimm. Muss ich sagen. Mit der Heizungsluft, wie schnell da die Behausungen vertrocknen, sag ich mal. Aber hier halte ich es ja extra bewusst ein bisschen trockener, ne? Weil da brauche ich Permatilt-Kattel. Kommt noch Mexiko. Unten in die Ecke. Und ja, da brauchen sie es nicht so feucht. Der Mr. Fressack hat sich entschieden. Nö, ich brauche keine Höhle. Ich weiß schon, dass ich ein Kerl bin. Ich kenne meine Mission. Für das Gewackel. Da. Hast du Hunger? Oder nicht? Natürlich hast du Hunger. Ich wollte schon sagen. Na, der wird sich jetzt auch demnächst häuten, denke ich mal. So, machen wir noch mal ein bisschen schön feucht. Selbst wenn nicht, ist das jetzt erstmal das letzte Futter, bis er sich häutet. Ach Mann. Einfach wunderschön. Also brauche ich Perma Smitty, Ex-Anita sind das ja, ne? Und umbenannt und Hamori ist die alte Smitty. Ich finde beide wundervoll. Auch diese Fressen, da kann ich mir die ganze Zeit angucken. Und halt wirklich so ein Moment ist, wo man weiß, wo die Tiere sind beschäftigt, sie werden jetzt nicht weglaufen. Ich meine, der kleine Bagger, ihr kennt ihn ja mittlerweile, ne? Also die schon länger dabei sind, der läuft nicht weg, der sitzt halt da und hat ein Temperament von wegen. Ja, ich bin hier, du bist da, alles cool. Tralala. Gut, dann lassen wir jetzt mal in Ruhe fressen, ne? Und mach mal weiter. So, Freunde, da kommen wir jetzt zu meinen mentalen Endgegnern. Und zwar Brachypermaklasi. Muss jetzt erstmal die Schaben hier, die nicht gefressen wurden, die sich versteckt haben, eben rausholen. Demnächst muss ich echt mal gucken, ob hier überhaupt noch jemand lebt. Ne? Ich meine, das klingt jetzt böse, aber die können doch nicht so selten fressen. Ey. Also ich werde jetzt trotzdem was ganz Kleines reintun. In der Hoffnung, dass hier noch jemand drin ist. Aber ja. Ich weiß nicht. Also es muss ja jemand drin sein, weil ihr seht ja, das wird ja bearbeitet hier. Das Ganze, ne? Ich mache jetzt auch mal bewusst ein bisschen feuchter, damit das alles mal wieder ein bisschen uff geht. Oder ist hier jemand noch zu Hause? Ja. Ist halt echt schade mit denen. Vor allem, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ihr seht ja, die anderen, die fressen ja wie bekloppt teilweise. Wobei jetzt halt im Winter halt auch eher schlecht gerecht, ne? Aber das nutzen die meisten halt anscheinend zum Wachsen. Machen mir schon ein bisschen Sorgen, die kleinen Stinger. Aber hier seht ihr auch gerade mal die guten alten Actionboxen, ne? Mit dem perfekten Verschluss. So, machen wir weiter. Mit dem nächsten mache ich Permaklasi. Und ich sehe sie auch. Hat auch einen dunklen Po. Mal gucken, ob ich euch das zeigen kann. Ich mache mal eben hier raus.
Zap. Moment, hier so rum. Nicht so leicht zu zeigen. Da hinten sind auf jeden Fall ein Bein. Ist hier noch irgendwo. Da war doch hier irgendwo ein Loch zur Seite. Da. Sieht er so? Also quasi nach links. Das dieser rechts. Dieser Teil mit dem schwarzen Fleck drauf. Ist ja Bobo. Deswegen werden wir hier. Hier haben wir Ja, zum nicht gedacht. Beispiel. Ein klares Tier, das sich jetzt gehäutet hat. Hier die Haut, da das Tier. Muss ich auch gleich, also steht auch auf dem Häutungsregal. Ich hatte das gerade nur gesehen. Ich mich gefragt habe, wo ich da so ein hübsches Tier gesehen hatte. Das war dann wohl hier. Aber ihr seht, es ist immer noch nicht die Umfärbung gewesen. Ne? Sieht immer noch so slingmäßig aus. Wachsen wie Steine, trifft bei denen einfach sowas von zu. Aber egal, machen wir jetzt mal weiter. So, da wir bei Klasi schon waren, bleiben wir auch bei Klasi und wir sehen, der Bub hier hat sich ordentlich was umgebaut. Also er liebt anscheinend seine Erde. Und ihm das hier mal zu, wie er das eingeplant hat, damit wir die Lüftung hier wieder frei haben. Ne? Geben erstmal ein bisschen Wasser, damit die Springschwänze hier wieder sich hier versammelt haben, zufriedengestellt sind. Sieht man die heute auf Kamera wahrscheinlich nicht, ne? Aber die sitzen halt dann immer noch in der Schale und deswegen gieße ich halt noch ein bisschen über, weil das zieht ja dann nach unten hin in die Erde und das ist halt einfach das Wichtigste, wenn ihr Bodenpolizei habt. Nicht, dass der dauerhaft feucht ist, das könnt ihr ja bei Brachypermatite-Klasse zum Beispiel gar nicht machen, ne? Aber sie braucht halt immer eine Stelle, wo sie sich die Feuchtigkeit holen können, die sie brauchen. Ne? Das ist sehr, sehr wichtig. So, schauen wir mal, ob hier jemand Hunger hat. Ja gut. Ich komme von der Seite. Da irgendwo zu sehen ist. Ach so, Scheiße, was hat der? Ja gut, also ihr könnt euch das so vorstellen. Im Moment, ich gehe noch mal, ich zoome noch mal raus. Also er hat so quasi hier, nach hier, hier um die Ecke und dann hier. So sah das zumindest da gerade aus. Also es geht auf jeden Fall hier um die Ecke. Und der ja hier schon reingebuddelt hatte. Ja. Und was sagt ihr zu meiner Box voll Dreck? Wunderprächtig, oder? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber da können wir nochmal ein bisschen Oberflächenfeuchtigkeit hinzufügen. Nochmal ein bisschen Föhn hier. Ein bisschen Regen. Das hat auch das, was viele vergessen, ne? Mit so einem Pumpspür. Ich habe ja so einen High-End-Pumpspür, den ich mir mal gegönnt habe. Da könnt ihr so lange sprühen, wie ihr wollt. Also, das sind 5-Liter-Kanister und da braucht ihr locker eine halbe Stunde bis 2 Viertelstunde, bis der leer ist. Ihr könnt euch entsprechend vorstellen, wie lange ihr da reinhalten müsst, damit es einen signifikanten Unterschied macht, was ihr da reingeht. Also, sprühen ist halt immer ganz cool. So für die Optik, so einfach mal ein bisschen die Oberfläche angesprüht, ne? Aber das sind halt nur, also das geht halt nicht mal wirklich rein in die Erde. Also, immer schön übergießen und dann passt das. So, da sind wir zurück. Jetzt bei meiner Pyrtokartoffel Wagans, die jetzt zuletzt nicht fressen wollte. Aber schauen wir mal, wie das jetzt aussieht. Was ist denn hier gebaut? Interessant. Die bekommt auf jeden Fall was Größeres. Und zwar hier eine Dubia, die sie nicht möchte. Gut.
Respektiere ich natürlich, Bibi. Du möchtest nichts fressen, du musst nichts fressen. Und bald bekommst du Männerbesuch. Und wenn du sagst, du bist satt, freut mich das natürlich, weil dann können wir das demnächst jetzt machen. Dann ist die Chance nämlich größer, dass der Kerle das auch überlebt, ne? Die Pflanzen schön gegossen, jetzt nochmal hier ins Wasser schäbischen. Nehmen wir doch mal die Sprühpistole. Natürlich nicht das Tier ansprühen. Ne? Aber hier das Moos, was hier ist. Ein bisschen ansprühen. Damit ein bisschen Feuchtigkeit hier noch dazu kommt. Ah, sieht schon wunderschön, oder? Was sagt ihr, Freunde? Eine meiner ersten Tiere habe ich ja von Sebi bekommen. Die soll wohl aus der Mendoza-Linie sein. Von einem polnischen Züchter. Ja, lass uns mal überraschen. Also nur um euch auf, um das mal zu zeigen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Aber hier hat sie am Anfang reingebaut. Weil das zu blöd und dann hat sie hinten auch angefangen. Da. Und quasi hier ist eine Korkröhre, die aufliegt. Das war mal ganz cool, weil ich dann so hochklappen konnte. Aber das hat sie dann einfach überbuddelt, weil ihr das dann scheint zu blöd war, dass ich leuern konnte, um zu schauen, was der da so macht. Ja, schon witzig irgendwie. So, mein Lieben. Nächster im Bunde. Tiltocatl Apophilosis Nicaragua. Ein Weible. Da haben wir sie. Knapper, knapper. Ja, die können wir mal fressen, ne? Okay, die Flasche ist fast leer. Dann machen wir hier nochmal so was rein. Also entweder hat sie den Höhlenanfang, den ich ihr da gegeben habe, nicht gefunden, oder sie möchte einfach keine Höhle graben. Schade, Marmelade. So. Da ich weiß, dass sie ein bisschen empfindlich ist, dass das angeht, wenn ich ja, so sprühe, mache ich lieber mal so. Ein bisschen grob. Hoch. Und weil die Tiltocatl Apophilosis, das heißt Nicaragua, Costa Rica. Finde ich einfach klasse, schaut es euch an. Wunderhübsch, oder? Wie sie da so steht und ihr Futter festhält. Ach Mann. Das ist schon lustig, wie winzig sie ist im Gegensatz zu meiner dicken. Ne? Ich habe die auch schon länger nicht mehr gesehen. Ich guck mal eben, ob sie draußen ist. Nee, gerade nicht. Aber ich mache euch mal ein Bild oder so. Und füge das mal hinzu, wenn ich dran denke. Weil die hat momentan auch keinen Hunger. Die ist momentan in Paarungsstimmung. Sie hat wieder die ganze Bude voll geklatscht mit Pheromonfeen. Tja, ist aber doof gelaufen, da ich den Kerl, der ihr Bruder war, hier abgegeben habe. Da ich das irgendwie als Zeichen erachtet hatte, dass sie sich da gehäutet hatte. Kann man sagen, das ist bekloppt oder so, aber. Kein Inzest in diesem Haus. Jetzt wissen wir den bald nicht. Ja. Mal gucken, ob ich noch einen Kerl finde und ob ich das mal mache. Aber leider ist der Markt aktuell ja so überfüllt. Ne? Schade, schade. Aber machen wir weiter. So, der nächste im Bunde. Tiltocatl vagans. Hat sein Spermanetz auch schon komplett beseitigt. Jegliche Spur. Dass er Liebe gebrauchen könnte. So, du hast auch mal dein Futterknäuel rausgebracht. Sehr schön.
Ja, wenn da so Erde drin liegt und Wassernapf, ne? Das hätte ich jetzt eigentlich auch mal zeigen können. Sind das sehr oft, seht ihr das? Ich mal auf einfach. Sind das auch sehr oft einfach Futterreste, die die Tiere zusammen gemacht haben, ne? Deswegen immer ein bisschen begutachten das Ganze, damit man weiß, was da Phase ist. Und dann kann auch schon gefüttert werden. Wasser? Oder nicht? Hat er es erwischt? Ja. Moment. Also ich unter dem Blatt rausgut, schnappt ihr. Sehr cool. Sorry, das war kein. Aber ich habe noch nicht so den Dreh raus mit den großen Boxen hier, ein bisschen 12,5. Ich denke, ich muss mir echt noch mal eine Kamera holen, damit man da ein bisschen besser filmen kann. Auch von Winkeln her. Das ist nicht immer so, ja, das machen muss, was ich halt mache, dieses Rumgewackel. Ja, ich leid für euch, aber ist halt leider so. Dann sieht man nochmal, die Schabe gibt noch nicht auf. Aber dabei ist der Kampf schon längst vorbei. Da hatte ich auch mit dem Cliff geschrieben, hier ein Taravlogger, kennt ihr bestimmt. Ja. Der mir da eine Kamera befohlen, weil ich ihn fragte, also nach den Kameras, die er benutzt. Die hat er ja auch in unter seinen Videos verlinkt. Da fragte ich mich, welche davon würde er nochmal kaufen. Dann werden die empfohlen. Und ja, mal schauen. Ich meine, ich finde es krass, ne? Ich filme nur mit dem Handy, ist 4K 60 FPS. Und die Kameras haben irgendwie, was Film angeht, dann nur 25 FPS. Und boah, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt 4K ist. Deswegen muss ich mir das mal überlegen, weil es lohnt sich ja eigentlich nur wegen dem Winkel, ne? Ja. Aber das soll nicht euer Problem sein, wir machen jetzt weiter. Wir haben natürlich die Tiltucatl-Albipilosus aus Costa Rica vergessen. Tut mir wirklich, wirklich leid. Hat sich auch gehäutet. Vor längerer Zeit. Also vor längerer Zeit, aber vor ein paar Tagen. Und hat jetzt bestimmt Hunger. Schauen wir mal. Ich sollte das einfach mal als ja. Und mir ist es das aufgefallen, dass ich die vier vergessen habe, wo ich gerade die Riesen rausholen wollte, beziehungsweise die Terrafosa Stürmis aus dem Kallax. Und ja, gut, dass sie mich nicht verstehen, sie nehmen es bestimmt nicht übel. Und ja. Gehen wir mal ein bisschen weiter. Hast du sie jetzt oder wie sieht das aus? Na, hat sie sich gekrallt, okay. Und dann hat er sich gekrallt. Gehen wir noch ein bisschen Wasser nehmen hier. Der hübsche Bub. Ich muss auch sagen, ich finde das immer echt lustig, wie die sich so hochstellen und dann da stehen, als wenn sie in Wasser stehen oder so. Aber gut, wir haben ja noch drei andere. Gehen wir mal weiter. Obwohl, mal gucken, was er noch macht. Auf jeden Fall immer sehr interessant, was da so abgeht. Aber gut, mal kurz Päuschen, ich hole die anderen. So, Kerle Nummer 2 im Bunde. Da haben wir denn hier im Angebot? Geben wir ihm mal. Ja, gut. Hunger. Ja, die haben Hunger. Ja, hier mal wieder Wasser. Ein bisschen Wasserhase mehr.
Ja, was ist das? Ist nicht schön, aber selten, würde ich mal sagen. Seht ihr die Fäden dann noch in dem Bereich hier? Das sieht man eigentlich auch auf Video ganz gut. Ich weiß gar nicht, ob er sich. Doch, ich meine, hätte er sich auch gehäutet gehabt. Hier mal mit denen rumtanzen. Willst du ihn jetzt da saufen oder was? Das ist ja schon ein bisschen unfair. Taktische Kriegsführung nennt man das wohl, oder? Auf jeden Fall interessant, oder? Ich glaube, das, was jetzt passiert, erspare ich euch lieber. Weil das kriege ich nachher einen Claim wegen nicht jugendfreien Inhalten. Ich mache mal kurz Pause und dann sehen wir uns gleich wieder. So, die erste Dame der beiden Damen. Also die erste der beiden Damen so. Sieht auch mal ein adultes Männchen, weil die müssen weg. Schnappdabab. Und dann war das auch schon knacken, ne? Da wird nicht lang gefackelt. Wie man so schön sagt, nicht lang schnacken, erstmal knacken. Ne? Die tun so, als wenn sie nicht mehr zu fressen kriegen. Also die Albopilosus, die Costa Rica, man scheint irgendwie eine Faible über Wasser zu fressen. In der Nähe vom Wasser, keine Ahnung, was mit denen los ist. Aber ist auf jeden Fall interessant. Aber den kann man dann auch immer schön aufnehmen und euch das zeigen. Weil die halt nicht so versteckt sind, sondern die sind so, ja, bin ich, ich mach mal. Du bist auch da. Schön. Kann man so lassen. Ich brauche mal echt ein anständiges Stativ. Das ist echt so krass, dass es dass es wackelt, aber. Ich weiß ja, dass mit dem Stativ auch runterrollt, aber ich habe halt nicht so die Ahnung davon. Ich finde einfach nichts, was mir jetzt irgendwie sagt, so, das brauche ich jetzt, das könnte gut sein. Also wenn ihr da irgendwie was Gutes habt, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Na gut, dann machen wir mal die letzte, damit ich diesen Zwischenwurf hier fertig habe. Cool, was macht's jetzt? Geht jetzt doch mal in ihre Höhle.
Scheinbar. Erstmal Ruhe futtern. Ach, die Ruhe geben wir ja auch, ne? So. Bis gleich. So, die letzte im Bunde. Da geht es auch mit der Abmord weiter. Wie geplant. Ich hätte natürlich jetzt auch sagen können, ich habe sie nicht vergessen, ne? Aber habe ich halt. Passiert. So, mal gucken. Wieder ein Lass-Knacken-Kandidat. Sympathisch. Was ist denn das, was da im Wasser ist? Das ist ja ekelhaft. Das machen wir mal ganz... ganz raus. Wenn ihr jetzt fragt, ja, warum hast du denn erst da was reingekippt? Ich weiß nicht, ob man das auf dem Video gesehen hat. Aber da waren halt die Springschwänze drin. Ich denke mal, das waren die Reste vom letzten Futtertier. Und ich möchte meine Springschwänze ja möglichst in den Boxen behalten. Und nicht Action. Das ist ja ganz einfach so. Aber gucke ich mal sie beim Füttern weiter an. Und ich mache hier eben das Wasser. Schwächeanfall vom Stativ, wenn man es annehmen will. Ja, ihr seht, ihre Hintern sind auch schon kleiner geworden nach der letzten Häutung. Weil es müssten sich jetzt eigentlich alle gehäutet haben von denen. Und ja. Wachsen auf jeden Fall gut. So, jetzt war es das aber wirklich und ich gebe weiter zu meinem Vergangenheits-Ich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Hä, wie weiter? Das waren doch schon alle. Ihr kleinen Lümmel. Ja, also die, das hier regelmäßig verfolgen, wissen natürlich, das war's jetzt. Mehr Brachypermatitocattle habe ich nicht in Boxen, aber in der Anlage drüben stehen noch Preperma Emilia, Brachyperma Albiceps, Tiltocattle Vagang, ne, Vagans ist hier. Tiltocattle Verdezi, Tiltocattle Albiolosa Nicaragua oder Padre. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wie gesagt, die Tiere, die drüben in der Schauanlage stehen, die schnappen wir uns morgen. Das in der zukünftigen Fütterungsfolge. Und ich bin auch gerade am überlegen, ob ich montags noch was raushaue für euch. Aber da weiß ich noch nicht, ob ich das so mit den Videos dann schaffe. Weil ich da ein bisschen vordrehen müsste und ja. Andererseits wäre mir das schon lieb, wenn ich da so ab und zu mal so eine Montagsfolge raushauen kann. Einfach damit ich euch aktuell halte, weil zum Beispiel die Verpaarungen, das kommt dann immer ein bisschen nach hinten. Ich habe jetzt auch die letzte Verpaarung extra vorgezogen von einem anderen Video, also wundert euch nicht, jetzt habe ich noch einen schönen Bart, schönes Haar. Und im nächsten Video, was dann am Freitag kommt, wird das, oder ne, was letzten Freitag kam, hatte ich dann wieder Rauschebart, längere Haare. Ja, aber nur damit ihr wisst, was gemeint ist. Ne? Ich muss dann quasi die Fütterungsvideos neu drehen und habe aber die Freitagsvideos noch auf Vorlauf. Das ist dann immer ein bisschen blöd für mich, finde ich. Könnt ihr mal schon in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Ja, wenn es euch gefallen hat, falls ihr jetzt immer noch da seid und euch mein Gequatsche anhört, vielen, vielen Dank. Lasst gerne ein Like da, ein Abo wäre auch super, wenn ihr neu hier seid und es euch gefallen hat. Bleibt dann immer aktuell, aktiviert die Glocke und hinterlasst mir ein nettes Kommentar. Kritik ist auch immer gern gesehen, ne? Also immer raus mit allem. Ich wünsche euch was, haut rein, ciao, ciao.